Hallo und willkommen beim Thema Datenbanken. Ich stehe hier vor meiner Lieblingsbäckerei Windböe, in der ich oft und gerne frühstücke. Außerdem unterstütze ich diese Bäckerei dabei, ihren Betrieb besser zu digitalisieren. Wir wollen in diesem Zusammenhang eine Bäckereidatenbank entwickeln, die für den Ein- und Verkauf, das Personal oder auch fürs Marketing genutzt werden soll. Doch wie gehen wir dabei nun vor? Was ist der erste Schritt, um genau die Datenbank zu bekommen, die benötigt wird? Das sehen wir uns gleich bei mir im Büro an. Damit die zukünftige Datenbank auch genau das leisten kann, was sich die Bäckerei wünscht, sind mehrere Phasen eines Datenbank-Lebenszyklus notwendig. Hier sehen wir die unterschiedlichen Phasen des Datenbank-Entwicklungsprozesses. Den gesamten Prozess habe ich schon kurz in einem eigenen Video vorgestellt. Heute geht es nun im Detail um dessen erste Phase, die Domänenanalyse. Dabei tragen wir alle notwendigen Informationen für den späteren Entwurf der zukünftigen Datenbank zusammen. Warum ist das notwendig? Nun, DatenbankentwicklerInnen wissen oft wenig bis gar nichts über die Domäne, für die sie eine Datenbank entwickeln sollen. Daher ist es notwendig herauszufinden, wie die Welt der AuftraggeberInnen aussieht, was die zukünftigen BenutzerInnen tun möchten und welche Daten daher für zukünftige Datenbank überhaupt relevant sind. Passieren in dieser Phase Fehler oder Ungenauigkeiten, lässt sich das später nur schwer berichtigen. Zukünftige BenutzerInnen benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben meist bestimmte Daten. Der Datenbedarf kann dabei durchaus unterschiedlich sein. Um herauszufinden, welche Daten überhaupt relevant sind und daher in der zukünftigen Datenbank gespeichert werden sollten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können uns beispielsweise existierende Dokumente wie Rechnungen, Lieferscheine, Kundenlisten, Personalakte etc. ansehen, Analysen bestehender Informationssysteme machen, Interviews mit zukünftigen BenutzerInnen durchführen oder beobachten, wie gearbeitet wird. Manchmal gibt es auch ganz neue Anforderungen, die es bislang noch nicht gab, beispielsweise Online-Gewinnspiele oder Kundenkarten einzuführen. So habe ich mich in der Bäckerei schon mit einem Verkäufer, einer Bäckerin und der Filialleiterin unterhalten und Informationen aus den Interviews aufgeschrieben. Außerdem habe ich Rechnungen und einige Personalakten zur Ansicht bekommen und konnte mir ebenfalls ein Bild von den derzeit verwendeten Informationssystemen machen. Viel wurde bisher einfach über Tabellenkalkulationen und in Textform gespeichert. Das ergibt schon mal eine Menge an Informationen. Doch was damit tun? Aus all diesen Informationen fassen wir nun einzelne, gleichartige Sachverhalte zusammen. Wir abstrahieren, das heißt, wir verallgemeinern diese. Informationen, die nicht in der Datenbank landen sollen, beachten wir nicht. Wie hier zum Beispiel die Hobbys unserer MitarbeiterInnen interessieren uns beispielsweise nicht. Probieren wir diese Abstraktion an einigen Beispielen aus. Wir können zum Beispiel Frau Waldhauser und Herrn Gradischnik, die in der Bäckerei arbeiten, zu MitarbeiterInnen abstrahieren, welche einen Vor- und Nachnamen besitzen. Unter 4.9.65 und 3.12.78 können wir zu einem Geburtsdatum verallgemeinern. Ebenso gehen wir mit der Adresse und dem Bruttogehalt der MitarbeiterInnen vor, die wir typischerweise in Personalakten finden. Weiter geht es mit typischen Daten, die wir auf Rechnungen finden. Herr Gradischnik verkauft am 19. Juni 7 Dinkelkekse und 2 Schokomuffins für 15 Euro, kann abstrahiert werden zur Aussage, für jeden Verkauf ist das Verkaufsdatum und der Rechnungsbetrag abzuspeichern. Ein Verkauf umfasst ein oder mehrere Produkte in einer bestimmten Menge oder Anzahl. All dieses abstrahierte Wissen über eine Domäne und darüber, welche Daten für die zukünftige Datenbank überhaupt relevant sind, fassen wir nun in einem Text zusammen. Dieser Text kann durchaus mehrere Seiten umfassen. Einen kleinen Ausschnitt eines solchen Textes der Bäckereidomäne sehen wir uns gleich an. Einiges kommt uns ja in diesem Text schon bekannt vor. Anderes habe ich bereits ergänzt, sonst würde es hier zu lange dauern. Beispielsweise, dass es mehrere Filialen der Bäckerei gibt, dass Provisionen gezahlt werden oder MitarbeiterInnen auch Vorgesetzte sein können oder haben können und einiges mehr. Damit können wir nun unser Verständnis der Bäckereidomäne mit den AuftraggeberInnen abklären und sicherstellen, dass wir keine relevanten Daten übersehen oder vergessen haben. Auf diese Weise gewinnen wir die notwendigen Informationen für den nächsten Schritt im Datenbankentwicklungsprozess. Die Domänenanalyse produziert nämlich einen Text, wie wir ihn gerade gesehen haben und in welchem die wesentlichsten Datenbankanforderungen stehen. Und das ist die Basis für den konzeptuellen Entwurf,
die nächste Phase des Datenbankentwicklungsprozesses. Doch der konzeptuelle Entwurf steht in einem anderen meiner Videos im Fokus. Bleiben wir noch kurz einen Moment bei der Domänenanalyse und fassen die wichtigsten Punkte kurz zusammen. Damit wir uns in der Domäne der AuftraggeberInnen auskennen und wissen, welche Daten in der zukünftigen Datenbank relevant sein werden, haben wir Interviews durchgeführt, beobachtet und vorhandene Dokumente und Systeme analysiert. Die erhaltenen Informationen haben wir abstrahiert und in Form eines Textes zusammengefasst, den wir schon mal mit unseren KundInnen besprechen können und der als Grundlage für den weiteren Datenbankentwicklungsprozess dient. Allerdings besitzen Texte so ihre Nachteile. Man übersieht leicht etwas, formuliert es nicht genau genug oder auch zweideutig oder widersprüchlich. Wie man diesen Nachteilen begegnet, damit befassen wir uns jedoch erst im Video zum konzeptuellen Entwurf. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder auf dem Weg durch den Datenbankentwicklungsprozess. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.